Zum Gedenken an Ernst Kirchweger, geboren 1998, gestorben 2. April 1965. Er wurde das erste Opfer rechtsextremer Gewalt in der Zweiten Republik. Er wurde am 31. März 1965 bei einer Demonstration gegen den Nazi-Professor Taras Borodajkewitsch von einem rechten Burschenschafter niedergeschlagen und starb 2 Tage später. Und circa 15 Meter weiter habe ich ihn in der Blutlache liegen gesehen. Circa vielleicht 2 Minuten, ich weiß es nicht genau, kam ich später hin.